Als die Brüder Arnaud und Frédéric Pété im Jahr 2003 das Feinblechunternehmen ihrer Eltern übernahmen, hatten sie ein klares Ziel. Wir bauen die modernste Blechlohnfertigung in der Region, effizient und voll auf unsere Kunden ausgerichtet. In 2005 wurde zu diesem Zweck eine neue Trumpf-Lasermaschine erworben. Frédéric Pété erinnert sich. Seit 2007 haben wir dann regelmäßig in neue Maschinen investiert. Damit konnten wir in 10 Jahren den Umsatz von 2 auf 5 Millionen Euro steigern. Aus den Erfahrungen mit verschiedenen EDV-Systemen in der Vergangenheit wussten wir, dass das CAD/CAM-System hierbei eine entscheidende Rolle spielt. Die Vorgaben waren einfach, schnell, fehlerfrei und vor allem ERP-gesteuert Einzelteile bis hin zu mittleren Serien zu programmieren, um so beliebig Standardprogramme mit On-Demand-Fertigung mischen zu können. Frédéric Pété, PN4000 hat uns von Anfang an überzeugt. Unsere selbst gesteckten Ziele haben wir spielend erreicht. Die Programmierzeiten haben wir um über 30% reduzieren können. Viele Produkte programmieren wir heute vollautomatisch mit minimalem Verschnitt. Und das bei einer deutlich gestiegenen Flexibilität, fehlerfrei. Dazu erstellen wir Dutzende Nestings nach Zeitplan, just in time. 2018 hat Metallmobil eine neue, vollautomatische Produktionslinie mit einer Trumpf TruPunch 5000 FMC und eine Trumpf 5030 8kW Fiber mit Swordmaster am Stoperlager in Betrieb genommen. Mit dieser Kombination können Feinblechteile ab 0,5 mm mit Umformungen aller Art bis hin zu Bauteilen mit Dicken bis 40 mm mannlos produziert werden. Frédéric Pété: Für die neue Produktionslinie haben wir die aktuellen Lösungen von Trumpf mit allen Optionen für maximale Automation gewählt. Und mit VCAM konnten wir alles vom ersten Tag an steuern. Mit dieser Kombination aus Maschinen und Software können wir schnell auf die Wünsche unserer Kunden reagieren. Unsere Mitarbeiter haben mit ihrer Erfahrung und viel Engagement an der Realisierung dieses Projekts mitgewirkt. So bringt uns jeder Tag unseren eigenen, ehrgeizigen nächsten Unternehmenszielen näher.